Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Biomutant. So, wie gesagt, mich hatte ja das letzte Mal so ein bisschen interessiert, was jetzt hier... Freut sich, dass du deine Vergangenheit abgelegt hast und jetzt eine bessere Person bist. Okay. Sagt, verfeindete Stämme sind nicht willkommen. Verschwinde, sonst werden sie dich jagen. Okay, also das heißt, wir dürfen da noch nicht mal mehr reingucken. Das wollte ich mir eigentlich mal genau angucken, aber wir haben jetzt hier halt auch noch den Schnellreisepunkt. Das hat ja wenigstens ein bisschen Sinn gehabt. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Tagebuch, wir haben ja noch mehr Nebenquesten und noch mehr Questen und viel. Okay. Verbündet und Yagini verfeindet. Na gut. Mal gucken. Wir könnten ja jetzt sozusagen in der Todeszone. Weil ich würde wirklich den Mekton mal gucken, ob der quasi uns... nicht Wegpunkt. Schnellreise. Leertaste. Ob wir den dann nicht vielleicht sogar... Naja, dann auch mal draußen rufen können, nicht nur in der Todeszone. Das wäre halt mega cool, weil wir haben ja jetzt zwar die 4, aber jedes Mal, ne, kann nicht gerufen werden. Ich weiß auch nicht, ob das sich denn irgendwann lösen wird oder nicht. Und ich sehe gerade, da ist ja noch eine Rakete drauf. Na gut, aber egal. Wir gehen jetzt erstmal runter. Alle sind Helden ihrer eigenen Geschichte. Zumindest hofft das jeder. Hoppala, da war ich schon wieder ein bisschen zu flinky. Da hinten ist noch, glaube ich, irgendwas. Oder da muss noch irgendwas sein. So wie es aussieht. Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Okay, der hier ist richtig... Den müssen wir ein bisschen drehen und genauso nur wie noch ein den. Paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Abgeschlossen. Kein Thema. Was Gut, hat das jetzt? Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Ah. Das heißt, wir hätten gar nicht den Fahrstuhl oder Aufzug nehmen müssen, um hier wieder rauszukommen, sondern wir kommen jetzt auch hier oben raus, ne? Ja, gut. Das hat uns jetzt auch nicht viel geholfen. Dann gehen wir jetzt mal hier in den Mac wieder. Das kleine Quietschentchen. Das Teil war vorher schon gefährlich, aber jetzt... Ja, jetzt ist es noch gefährlicher. So, dann gucken wir uns hier auch noch mal ein bisschen besser um, würde ich sagen. Weiß ja nicht, ob ich hier... Nee, so richtig hoch springen kann ich nicht. Mit dem Ding. Oder komme ich hier hoch? Jedem dusselig. Hier wird jedem dusselig, na denn? Schießen wir die erstmal alle kaputt hier. Eigentlich auch cool mit dem Auto-Aim. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hiermit auch Fallschaden kriegen können. Na, gehen wir erstmal mit dem Entchen hier ein bisschen durch. Okay, das scheinen unsere ersten richtigen Gegner zu sein hier. Ob Mutation oder nicht. Stell dir vor, in der alten Welt könnte man hier einfach hingehen und eine anständige Mahlzeit erhalten.
So. Prügeln euch doch hier alle weg. Macht schon Laune. Okay. Jo, das hat doch gut EP gegeben. So, und dann einmal hier interagieren. Außenseiter, okay. Raubeneisen. Billionbeine. So, mal kurz hier wieder rein. Die Nachtzeit endet. Die Nachtzeit endet. Na gut, ist ja auch Tagzeit, ne? Sie fragen, können wir da jetzt eigentlich auch mal rein ohne Gefahr da drinne? Ah ja, auf jeden Fall. Gut, einmal umgucken hier. Okay, hier haben wir schon... Hoppala. Ein Dreher. Aha. Oh, ist okay. Ah, komm. Klemm das auf. Ah. Okay, was haben wir hier? Lederweste und Tarnhemd. Rüstung. 7 steigt gleich auf 39 an. Stufe 25 benötigt. What? Okay. Gesundheitspaket. Bereich abgeschlossen. Aha. Also alles aus diesem Bereich hier gelootet. Und gefunden. Einmal interagieren. Ja, nehmen wir alles. Ist kein Thema. Hier noch irgendwas? Hier ist noch eine Kiste. Schmiedepolster. Mhm. Was haben wir hier noch? Noch eine Armeetasche. Oh. Hackkurve. Mhm. Tja, was sagt man dazu? Scheint sogar ganz gut zu sein, wenn er schon sagt, was sagt man dazu. Sonst kommen wir hier aber nirgendwo hin. Gut, dann einmal wieder ins kleine Entchen. Heavy Metal haben wir freigeschaltet, okay. Jetzt die Frage, wie kommen wir da rüber? Nur wenn wir unter durchgehen, oder? Dann gehen wir da mal erstmal so ein bisschen lang. Dum-ti-dum-ti-dum. Na, kletter hoch. Ich weiß, das schaffst du, kleines Entchen. Dieser Tag hat alles zu bieten. Okay, wenn er alles zu bieten hat, dann ist er gut. So. Okay. Da hat sich jetzt... Haben wir eigentlich jetzt neue Teile gefunden gehabt? Ja, ne? Ja, was machen denn aber die Billo-Beine oder Außenseiter? Das sieht so aus, als wenn das nur ein Skin ist. Kann das sein? Naja, sieht aber gefährlich aus. Da drüben befindet sich Steiltiefe, die Klippe an der Moog abhängt. Das hat Spaß gemacht. So, kann ich hier irgendwie draufklettern? Ja. Und hoch mit dir. Wer braucht schon eine Leiter? Bunse. Immo. Diava. Okay, hier oben kriegen wir sogar Sauerstoff. Cool. Na dann erstmal Pipi machen. Ah, schön. Mal sehen. Ja, mal sehen. Sieht man noch mal ein bisschen mehr von der Karte.
Mekton-Warak-Kisten gefunden. Okay. Aber erstmal hier, ne? Aber bevor ich dir guten Tag sage, gucke ich mich hier nochmal um. Oh, was hast du denn da für ein schön Suit? Möchtest du mir den geben? Hm? Er ist erstaunt, dich hier draußen zu treffen. Er dachte, du wärst längst tot. Nur wenige sind so clever und zäh, wie du es offenbar bist. Woher kennst du mich? Sagt Munsterjäger, hören, was der Wind ihnen flüstert. Mook meint, all deine Kraft nützt dir überhaupt nichts, wenn du im richtigen Augenblick nicht bereit bist, abzudrücken. Die wichtigste Entscheidung ist die, wen du verschonst und wen du tötest. Du magst zwar ein ruhiges Händchen haben, doch du solltest deine Ziele sorgfältig auswählen. Sagt, Entscheidungen über Leben oder Tod von anderen sind nie leicht. Doch jemand muss sie treffen, sonst treffen sie selbst die falschen Entscheidungen. Du entscheidest, wer lebt? Bei den meisten Monstern entscheidet er über Leben und Tod. Findet es verrückt, dass die Welt sich erholt. Aber das bedeutet dann wohl, dass es wieder mehr Monster für ihn gibt. Fragt sich, warum du unbedingt alles am Leben halten willst. Du solltest lieber mit Kugeln die Herde ausdünnen. Meint, du solltest aufhören, den störrischen Myria zu helfen. Er beseitigt ihre Lichter, doch sie stellen immer wieder neue auf. Warum beseitigst du die Lichter? Meint, sie halten die Monster fern. Er will sie aber näher haben, nicht weiter weg. Aber genug davon. Die Tiere, die Natur, alles hat sich verändert und gegen das Leben gewendet. Als die Welt sich veränderte, ergriff der Überlebensinstinkt die Oberhand. Er zweifelt mittlerweile, dass sie noch eine vegetarische Ernährungsweise haben. Es könnte sich verändert haben, also wer weiß, wie das die chemischen Zusammensetzungen der körperlichen Abfälle beeinflusst hat. Momentan hat er jedoch das Gefühl, ziemlich genau zu wissen, wo sich alle kleinen und großen Monster aufhalten. Warum verfolgst du Monster? Sagt, sie sind groß, aber die Welt ist größer. Um sie zu finden, musst du in Erfahrung bringen, wo sie sich aufgehalten haben. Schon. Mook sagt, wer rennen will, muss zuerst gehen lernen. Es ist noch kein Monsterjäger vom Himmel gefallen. Zum Glück kann er dir dabei helfen. Bevor du dir ein großes Ziel vorknöpfst, solltest du es mit einem kleinen versuchen. Und dafür gibt es keinen besseren Ort als eine Squib-Höhle. Ein paar dieser kleinen Viecher zu fangen, sollte dich auf Trab halten. Schießen wäre mir lieber, aber ich bin bereit zum Jagen. Sagt, wenn du weiter jagst, kriegst du noch die Gelegenheit zum Schießen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo... Ach, da vorne sollen wir denn hin. Na gut, dann... Autsch. Aber tat nicht weh. Dann gehen wir mal mit dem Entchen unterwegs hier. Ne. Bei Tageslicht sieht man, wie schlimm es um die Welt steht. So, schießen wir euch auch mal weg. Und jetzt können wir hier mal kurz Sauge machen. Kein Öl mehr.
Aber hier ist sonst auch nichts weiter, was ich angeln könnte oder so. Aber ich denke mal, das dürfte nicht verkehrt gewesen sein. Dann gehen wir mal in die kleine Höhle hier. So, ein bisschen duster hier drin. Warte, ein Squib-Kriechbau. Hier findest du viele Viecher. Okay. Na denn? Klappen wir euch doch mal um. So, wirklich viele Viecher. Blöde ist, ich sehe halt noch nicht mal, wo meine Viecher sind. Okay. Würde mich mal interessieren. Okay, soweit alles in Ordnung. Also die kann ich auch nicht looten. Das ist doch schon mal top. Gehen wir hier mal rein. Okay. Das ist Sackgasse. Auf jeden Fall können wir hier uns noch mal ein bisschen. Da sammelt sich einiges an Schrott. Das Öl hat dieses Land schon vor langer Zeit beansprucht. Du brauchst den richtigen Schlüssel. Okay, ich brauche den richtigen Schlüssel. Na, ich glaube, hier dürfen wir jetzt nicht so ohne weiteres rein, oder? Ja, doch. Als der nukleare Abfall schließlich verdampfte, stieg ein flüchtiges Gas aus dem Boden und befiel sämtliche Bauten, sogar die von Toxanol. In gewisser Weise bewirkten sie so ihren eigenen Niedergang. Ist schon ein bisschen traurig, die Geschichte, ne? So, haben wir hier noch irgendwas, was könnte interessant sein oder so? Nee, dann machen wir hier mal... Oh, das geht noch tiefer runter. Ich dachte jetzt eigentlich, das geht gleich rauf oder so. So, gucken wir mal. Kann hier nicht gerufen werden. Okay. Okay, soweit so gut. Was haben wir hier? Ah, einen alten, nennen wir es mal Gas, kann, na, eigentlich müsste es irgendwas mit Öl sein, weil hier ist ja auch unten ordentlich Öl. Ich kann nicht mehr springen, ich kann nicht mehr springen, ich kann nicht mehr springen. Oh. Ist das mies. Bräuchte mal ein bisschen besseres Licht oder so. Warum soll ich ja jetzt irgendwie hin? Ich kann hier halt nicht meine kleine Ente rufen, oder? Ich probiere es jetzt nochmal. Ausgewählte Transportmittel kann hier nicht herbeigerufen werden. Aber wie soll ich denn sonst das Öl wegkriegen? Oh. Oh, eine Idee. Hau den Deckel von diesem Schlammlaster runter. So wird sich alles hier füllen und du kannst den Eingang erreichen. Ah. Das ist ein Quicktime-Event. Leertaste. Alt. Rechte. Oh oh. Ich werde nie wieder nach Hause kommen. Aber jetzt schaffe ich den Sprung auch. Hört sich nicht gut an. Oh, kurz ins Klöchen. Nö. Da ist nichts. Ich dachte schon, das sind irgendwelche... Was willst du jetzt mit dem Tierchen anfangen? Ich habe keine Ahnung, aber wir können sie einsammeln.
Und wenn wir sowas einsammeln können. Für so etwas findet sich immer ein Zweck. Dann machen wir es auch. Na, komm her. Ist gar nicht so einfach mit dem Netz. Na, komm her. Bestimme das Schicksal der Kreatur. Kreatur streicheln und behalten. Okay, das gab sogar nochmal Pluspunkte für unseren Lichtfähigkeiten. Okay. Hätte ich das jetzt eigentlich mit jeder machen können oder nur mit teilweise welchen? Was haben wir denn da Schönes? Knallteilski. Ich hab Spucko. Die Namen. 36 Schuss hat er am Magazin. Okay, aufnehmen. Jetzt gucken wir mal. Ah! Okay, ist das irgendwie eine coole Pistole? Aber ich bin bis jetzt immer noch... Okay, der Schaden ist natürlich deutlich besser. Aber ich mag momentan eher meinen MG immer noch. Jetzt würde ich aber gerne mal gucken, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir mal kurz herstellen. Wie war das? Haupthand? Fernkampf? Die darf ich bearbeiten. Okay, modifizieren. Das heißt, wir können ein bisschen was am Griff ändern. Würde sie nochmal mehr Schaden machen? Okay. Basistyp. Wir könnten da auch eine Pumpgun draus machen. Mhm. Schusswaffen oder Schrotflinten? Okay, das Magazin würde übelst runtergehen, aber der Schaden würde übelst in die Luft fliegen. Okay. Da könnten wir dann nochmal einen Scope dran machen. Ich brauche unbedingt mehr Schrott und so. Das Basteln, das... mit dem kann ich mich schon richtig gut anfreunden hier. Minimalen Schaden runter, dafür... Ja, gut. Das braucht nochmal einen Computerchip. Was können wir hier im Magazin? Haben wir keins? Ist schon nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Aber unser Gewehr ist halt immer noch ein bisschen besser. Weil wir halt auch eigentlich Kommando sind. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Mhm. Dich muss ich auf jeden Fall komplett drehen. Dich muss ich nicht drehen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ja, ich hätte beinahe auch was falsch gemacht. Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Okay. Ultimative Nahkampfwaffe. Ultimative Fernkampfwaffe haben wir ja schon gekriegt. Aber ich finde meine Faust eigentlich voll cool. Bin mal gespannt. Gehen wir nochmal weiter. Mhm. Ultimative Nahkampfwaffe. Vor dem Kreischen dieser Klinge. Okay. Heute Chance plus 10%. Macht auf jeden Fall schon mal mehr als vorhatten. Nehmen wir mal auf. Okay, gut. Zweihändig Hieb. Zusatzzeile 2. Macht auch ein bisschen mehr Schaden, vor allen Dingen. Aber brauche auch ein bisschen was. Ach, wir sind ja schon wieder hier. Warum die eigenen Beine nutzen? Du kannst immer noch jederzeit weglaufen, oder? Jo, das stimmt. Appala.
Hoch hier. Dann gehen wir jetzt erstmal hier draußen raus. Hä? Nee, alles okay. Stampfi, 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 Stampfi. Aber drüber... Na okay, ich hätte es auch kaputt treten können fast. Aber ich weiß nicht, ich mag die kleine Ente. In der alten Welt hatten solche Straßen tatsächlich ein Ziel. Jetzt sind die meisten von ihnen der direkte Weg ins Desaster. Okay, und wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Kehre zu Gizmo zurück, okay. Da gehen wir gerade hin. Vielleicht sagt er uns jetzt, ja, hier, den Tech, den darfst du jetzt jederzeit rufen. Ultimative Bauerkampfmaschine. Wir müssen uns auch unbedingt nächste Folge mal um Stufe und ähnliches kümmern. Denn ich denke mal, wir könnten uns auch ein bisschen besser mutieren und so. Hm. Aber gut, sind wir wieder da. Das heißt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle mit dem Entchen-Tech nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.